Hallo, U-Talk. Da ist er wieder, euer Diego. Ja, YouTube und TikTok diesmal, weil ich habe da mal eine Frage. Ja, ich habe eine Community und warum soll ich die nicht auch benutzen? Und zwar, ich bin immer noch auf Galgenberg. Hab wieder den ursprünglichen Spielstand, ne? Also im letzten Video habe ich ja gefragt, wie sieht's aus, ne? Anderer Hof, ja, nein, doch, vielleicht. Bin jetzt wieder auf dem Spielstand mit dem alten Hof und zocke hier ganz in Ruhe meine Mission. Also ich bin immer noch im selben Jahr wie in dem letzten Video, nur dass mittlerweile schon wieder fast eine Woche rum ist, weil ich hier halt Missionen mache, wie ein Halbgott, ne? So, und jetzt gucke ich gerade so beim Jans rein. Und ja, da steht da ein Gerät, ja. An dem minus 800 Euro dürft ihr euch jetzt nicht stören. Wie gesagt, ich bin immer noch im selben Jahr. Lager ist voll, der Raps ist noch nicht mal gedroschen. Überall stehen Ballen. Also kohletechnisch läuft das hier sehr gut, ja. Also lasst euch nicht stören von den 800 Euro. Die Frage ist jetzt, meinen anderen Class wegtun und den hier kaufen, ja oder ja? Das müsstet ihr mal eben in die Kommentare schreiben. Ich zocke bestimmt noch eine Stunde, weil ich die ganzen Ballermissionen noch mache und so weiter und so fort. Ein paar Drescher-Missionen sind auch dabei. Also ihr habt locker eine Stunde Zeit, wo ihr sagen könnt, hol dir das Tierchen oder lass es stehen. Mir geht es darum, ich habe hier diese abnormalen Steigungen auf der Map. Ihr wahrscheinlich auch, ja. Und ich komme in einigen Stellen einfach die Berge nicht hoch. Also jetzt schon hoch, aber mit 2-3 km/h teilweise, ja. Und der hier hat jetzt in der Grundversion nur 50 Ponys mehr. Aber der hat fast 150 Ponys mehr, wenn der voll aufgebohrt ist. Und zusätzlich noch einen Raupenantrieb, weil ich hatte auch ein paar Mal so steile Stücke, dass die Räder am Durchdrehen waren. Und ich weiß nicht, wie die Giants Physik so tickt. Was mich jetzt hier stört, ist, die hatten fast ein Gewicht von 17 Tonnen. Ich weiß nicht, ob das auch eine Rolle spielt, wenn ich diese abartigen Steigungen habe. Wisst ihr, wie ich meine, wie die Giants Engine tickt? Das müsst ihr mir jetzt mal einmal sagen. Oder ob ich das lieber lasse. Weil ich habe nämlich gesehen, mein jetziger Class, der, wie gesagt, der schafft auch die 50 km/h nicht, weil der hier, der schafft nur 40, ne? Oder ob ich dann halt lieber mal warte und mir dann irgendwie so ein anderes Ding hole. Und wenn es der 1000er Pent ist, ist mir scheißegal, dann warte ich halt auf den, weil ich habe echt keinen Bock mehr, hier mit 3 km/h die Berge hochzufahren, ne? So, ja, wie gesagt, oder mein Träumchen wäre halt eigentlich auch ein Xerion, ne? Ich sag so, wie es ist. Ich habe den ja auf der Standard-Map auch schon ausprobiert. Der funktioniert hervorragend, ne? Wiegt aber auch 16 Tonnen, ne? So ist es nicht. Da müsst ihr mal sagen, was besser ist. Ob der Xerion besser ist, weil der fährt auch ein bisschen schneller. Den gibt es auch mit Raupenantrieb, ne? Man kann den ja zur Not auch mit Raupenantrieb nehmen. Wo ist der denn? Ach so, da. Ne? Also, wie gesagt, den habe ich ausprobiert. Der kann was, ne? Ja, das war's eigentlich schon erstmal. Ich zocke jetzt noch ein bisschen weiter. Ihr könnt dann ja schon mal die Kommentarfunktion benutzen. Diego ist draußen. Habt euch lieb.